Zusatz Punkt 9. Wahl eines Stellvertreters des Präsidenten des Deutschen Bundestages im ersten Wahlgang. Die Fraktion der AfD schlägt auf der Drucksache 13.014 den Abgeordneten Paul Viktor Podolay vor. Die Wahl erfolgt mit verdeckten Stimmkarten, also geheim. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhält. Für diese Wahl benötigen Sie Ihren weißen Wahlausweis aus Ihrem Stimmkartenfach in der Lobby. Die für die Wahl eines Vizepräsidenten gültige weiße Stimmkarte und den amtlichen Wahlumschlag erhalten Sie von den Schriftführerinnen und Schriftführern an den Ausgabetischen hier oben neben den Wahlkabinen. Die Wahl ist geheim. Sie dürfen Ihre Stimmkarte daher nur in der Wahlkabine ankreuzen und müssen die Stimmkarte ebenfalls noch in der Wahlkabine in den Umschlag legen. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind verpflichtet, jeden, der seine Stimmkarte außerhalb der Wahlkabine kennzeichnet oder in den Umschlag legt, zurückzuweisen. Die Stimmabgabe kann in diesem Falle jedoch vorschriftsmäßig wiederholt werden. Gültig sind nur Stimmkarten mit einem Kreuz bei entweder Ja, Nein oder Enthalte mich. Ungültig sind Stimmen auf nichtamtlichen Stimmkarten sowie Stimmkarten, die mehr als ein Kreuz, kein Kreuz, andere Namen oder Zusätze enthalten. Bevor Sie die Stimmkarte in die Wahlurne werfen, müssen Sie der Schriftführerin oder dem Schriftführer an der Wahlurne Ihren weißen Wahlausweis übergeben. Die Abgabe des Wahlausweises dient als Nachweis für die Beteiligung an der Wahl. Kontrollieren Sie daher bitte, ob der Wahlausweis Ihren Namen trägt. Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Guten Tag. Hier vorn fehlen noch zwei Schriftführer. Hier vorn fehlt noch die Kollegin Akbulut. Sollte sie nicht zugegen sein, bitte ich die Fraktion Die Linke zu prüfen, ob ein anderer Schriftführer einspringen kann. Hier vorn fehlt noch immer ein Schriftführer der Opposition. Ist das an den anderen, hier auf der anderen Seite ist das geklärt? Herr Wagner, ich danke Ihnen. Ich eröffne die Wahl und bitte zu den Ausgabetischen zu gehen.
So, ich frage, haben alle Mitglieder des Hauses, auch die Schriftführer, ihre Stimmkarten abgegeben? Ich sehe keine gegenteiligen Hinweise. Dann schließe ich die Wahl und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Wir werden Ihnen natürlich später das Ergebnis der Wahl bekannt geben. Ich rufe jetzt auf den Zusatzpunkt aktuelle